Ja, hallo Hallöchen und herzlich willkommen bei The Hunter. Ja, mein Name ist Peter Meyers und ich habe in, sag mal, in letzter Zeit viele, 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 viele E-Mails, Nachrichten, Privatnachrichten, Skype-Fragen und so weiter bekommen. Wie jage ich was? Wie funktioniert was? Wie machst du die Missionen und so weiter und so fort? So, und jetzt habe ich mir gedacht, ich starte hier jetzt eine neue Reihe. Und zwar, es gibt ja Millionen von, oder was heißt Millionen, ist übertrieben, aber es gibt viele, 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 viele Missionen. Ich habe schon mal des Öfteren angefangen mit den Missionen, aber da ja die Fragen sich häufen, habe ich mir gedacht, ich mache jetzt jede Mission einzeln und mache dafür ein Video. So, in diesem ersten Video geht es jetzt einfach mal darum, dass ich euch erstmal erklären möchte, wie das Ganze Menü funktioniert, was man so hat bei Serhanda. Also im ersten Menü, wenn man jetzt ein Mitglied ist und so weiter, kann man oder immer F3 drücken, dann sieht man, hat man diese Ansicht. So, dann sieht man meine Klamotten und so, die kann man natürlich im Inventar auswählen und auch den Hunter Mate. So, jetzt gehen wir erstmal ins Inventar. Halt, ich muss erstmal hier raus. Komm, lass mich zurück. Hallo, was ist jetzt? Ach, F2, jetzt mit F2, genau. So, und dann gehen wir ins Menü. So, im Hauptmenü haben wir hier jetzt Spiel verlassen, Impressum, Spiel wieder aufnehmen. Das brauchen wir aber nicht. Inventar. Kann man sich dann seine Ausrüstung geben? Das geht nur an Campingplätzen, dort wo das Zelt steht, also wo man sich ein Zelt aufgebaut hat, oder an den Startpunkten. Also in dem. Da, wo man sich einloggt ins Game. So, wie ihr seht, habe ich jetzt hier meine Waffen. Ich brauche nur draufklicken und schon kann ich andere Waffe auswählen. Mache ich jetzt natürlich nicht. Ich bleibe bei meiner 300er. Aber man sieht, dann öffnet sich automatisch das Fenster. Klicke ich jetzt auf die und die Waffe, dann geht automatisch die Munition, auf die ich dafür wählen kann. Und dann auch noch die Sehhilfe. Bekleidung mache ich einfach hier. Das gleiche wieder per Klick drauf und dann kann ich mein Menü wechseln. So, jetzt machen wir das Spiel wieder aufnehmen. Das war jetzt erstmal hier das kurze Menü, weil da wurde ich auch schon öfters gefragt. Dann wurde ich gefragt, wie bewegt man sich? Mit W geht man nach vorne, mit S läuft man zurück, mit A geht's nach links, mit D geht's nach rechts. Beim Laufen kann man dann zum Beispiel die Maus verwenden. Lenke ich die links, dann laufe ich links im Kreis, rechts genau andersrum. Dann war die Frage des Öfteren, wie gehe ich in die Hocke? Mit der linken STRG gehe ich in die Hocke und zum Hinlegen nochmal STRG. Da liege ich. Mit der Umschalttaste gehe ich wieder in die Hocke und mit der nochmal mit der Umschalttaste stehe ich. Und mit Ding laufe ich mit W und schalte ich C, dann renne ich. So. Dann haben wir jetzt natürlich die erste Mission. Und die erste Mission, wo jeder anfängt, Maultierhirsch. Und zwar drei Spuren desselben Tieres folgen. Ich mache jetzt Folgendes. Ich werde jetzt in diesem ersten Video das Tier, es kann ja sein, dass wir jetzt eine Spur folgen und dann taucht das Tier schon auf. Das werde ich nicht machen. Also immer in der Hocke gehen, weil da macht man am wenigsten Geräusche. Mit Q, wenn man drückt, läuft er automatisch und ich habe freie Hände. So, ich werde jetzt die drei Maultierspuren suchen. Also wenn ich jetzt eine Maultierhirschspur habe und der Maultierhirsch meldet sich schon oder man sieht ihn, werde ich nicht gleich schießen, sondern ich werde ihn eventuell dann verjagen oder was auch immer. Egal, Hauptsache ich bekomme die drei Spuren, dass ihr seht, wie das ausschaut, wenn die Mission fertig ist. So. Aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, erstmal drei Spuren zu finden. Natürlich könnte ich jetzt aufrecht in der Gegend rumgehen und so weiter und so fort, was wenig Sinn macht. Denn es kann ja auch sein, dass uns jetzt ein anderes Tier oder irgendetwas über den Weg läuft und wir wollen es ja nicht gleich verscheuchen. So. Genau. Ich muss noch Waffe laden. Ich habe die 300er Nossler momentan, meine Lieblingswaffe. Dann habe ich dabei die 12 GA für eventuell Fasane.
und natürlich auch der Zielhilfe dazu. An dritter Stelle habe ich den 308er Nosler, den Revolver. Und dann habe ich dabei Caller technisch für die Wildschweine, verwilderte Schweine. Dann habe ich dabei mein Jack Rabbit für Fuchs und Kojoten, wobei Kojoten uns hier begegnen werden. Dann habe ich dabei Deer Ground Call, also sprich der Grunzer für die Hirscharten hier, also Maultierhirsch, Weißwedelhirsch und dann den Fasanrufer für Fasane. So, hier auf 8 habe ich dann mein Geruchsreduzierer, den ich jetzt anlegen werde, so dass die Tiere mich nicht riechen können oder der Geruch von mir eliminiert wird erstmal, damit das Tier nicht gleich weiß, aha, da ist ein Mensch unterwegs. So, wir werden jetzt einfach mal hier entlang gehen und schauen, dass wir irgendwo einen verwildeten, nicht verwildeten, sondern einen Maultierhirsch finden. Davon brauchen wir jetzt für die erste Mission 3 Spuren eines Maultierhirsches von demselben Tier. Also nicht jetzt, da ist eine, da ist eine, da ist eine, sondern sie muss vom selben Tier sein. Wie man das erkennt, zeige ich euch dann, wenn wir die Spur haben. Normalerweise da oben, also hier oben, wird uns dann die ersten Spuren schon irgendwie angezeigt werden. Also ich hoffe. Also ich würde für jede Mission mache ich jetzt ein eigenes Video. Also nicht wundern, die können verschieden lang sein. Was ja dann weniger blöd ist, sondern gut. Also das eine wird 20 Minuten dauern. Das, vielleicht gibt es auch eins, was dann zweiteilig wird. Zum Beispiel, wenn man da mehrere Tiere von einer Sorte sammeln muss, aber das ist dann egal. Auf alle Fälle, jetzt geht es erstmal darum, dass wir unsere 3 Maultierhirsch-Spuren desselben Tieres finden. Viele sagen, ja, du kannst ja aufrecht gehen, solange kein Tier callt oder sonst irgendetwas. Ja, kann man machen. Ich mach's nicht, weil ich schon viele Tiere geschossen habe, alleine auf die Sichtung hin. Also man hat sie nicht gehört oder sonst irgendwas, sondern einfach nur gesehen. So, deswegen laufe ich immer sehr vorsichtig. Brauche auch mehr Zeit. Natürlich mache ich auch mal einen schnellen Run, wenn ich mal Bock habe, einfach nur schnell ein Tier schießen, weil ich bloß 5 Minuten Zeit habe. Dann renne ich natürlich mal los, aber das kommt sehr, sehr selten bei mir vor. Ja, und dann kriege ich immer wieder Anfragen wegen mit mir zocken. Mittlerweile ist es so, ich habe über 1000 Abonnenten und da will jeder mit mir Zerhunter spielen. Ich kriege das zeitlich nicht auf die Reihe, um jeden einen Termin zu geben. Ich werde aber immer wieder zwischendurch einfach einen Server eröffnen und dort kann dann jeder drauf, der Bock hat und dann mitjagen und so weiter und so fort. So, jetzt hoffe ich, dass wir dann bald mal die erste Spur haben, der wir dann folgen können. Weil wir schauen die Gegend wieder mal super aus. Hier war ich schon lange nicht mehr in Logos Point. Ich wundere, dass ihr noch keinen Call habt. Normalerweise hat man hier meistens schon erst einen Call. Aber irgendwie will das heute nicht so. Aber ist ja egal. Bei The Hunter ist es so wie bei der richtigen Jagd. Man muss Zeit mitbringen und Geduld mitbringen. Gerade für Anfänger sehr wichtig. Du wirst nicht gleich beim ersten Mal den größten Hirschen schießen. Du wirst nicht beim ersten Mal gleich Erfolg haben. Es kann alles, also es natürlich kann sein, dass du Erfolg hast nach 10 Minuten. Es kann aber sein, dass du 3 Stunden hier rumwandest und einfach keinen Erfolg hast. Dann einfach nicht verzagen, sondern einfach weitermachen. So, wir werden uns jetzt da mal ein bisschen rechts rüber halten und hier mal ein bisschen gucken.
Hab ich da gerade was gehört? Nein. Also bei der ersten Mission ist es jetzt egal, ob wir ein männliches oder weibliches Tier finden. Wir brauchen nur die Spur vom selben Tier. Dreimal. Alles werden wir schon irgendwie hinbekommen, schätze ich mal. Und dann passt das schon. Die Sonnenstrahlen, die sind wieder super. Also ich starte eigentlich immer in der Früh um 7. Weil dann einfach, ja, da braucht ihr aber euch nicht dran halten. Es geht nur darum. Die Bildqualität habe ich festgestellt. Im Video ist um 7 Uhr besser. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel einen Kojoten weiblich, was crawlt. Den ignorieren wir jetzt weg, weil das ist noch nicht unsere Aufgabe. Aber wir haben gesehen, Linksklick, dann geht das Fenster auf. Dann sehe ich, welches Tier da gecrawlt hat. Mit Rechtsklick komme ich da wieder raus. Jetzt komme ich auf die Map. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht, aber egal. So. Also ich werde jetzt das weg ignorieren. Ich möchte euch nämlich jetzt jede Mission zeigen. Und auch nur die Missionen an sich. Außer jetzt taucht vor mir ein Tier auf, was ich dann natürlich schießen werde, ist ja klar. Aber ich werde jetzt nicht separat oder direkt auf den Kojoten Jagd machen. Wir brauchen jetzt einfach erstmal eine Spur von einem Maultierhirschen. Und da bewegen wir uns jetzt einfach mal herum. Wir können dann auch mal das Fernglas in die Hand nehmen, da oben, wenn wir sind. Einfach mal gucken, ob wir irgendwas sehen. Aber meistens sieht man auch so schöne Tiere. Also ich bin halt mittlerweile so und sage, ich schieße auf keine weiblichen Tiere mehr. Oder besser gesagt, auf keine Tiere, die keinen Score geben. Dazu zählen weibliche Hirsche. Die geben keinen Score, weibliches Reh. Und da drüben zum Beispiel, da sehen wir den Kojoten. Und das ist jetzt zum Beispiel was, wo ich sage, okay, den schauen wir mal, ob wir den kriegen. Weil der ist ja schon in Sichtweite, aber der ist jetzt, glaube ich, hinterm Hügel verschwunden. Genau. Da oben haben wir aber jetzt den Kojoten gesehen. Wäre er jetzt in Sichtweite da noch, dann hätte ich auf ihn geschossen, aber jetzt ist er ja weg. Und wir kümmern uns weiter um unsere Spuren des Maultierhirschen. Für alteingebackene Seehunter-Spieler werden jetzt sagen, warum schieße ich den nicht, warum hole ich den nicht? Ganz einfach, weil ich möchte nicht ablenken von der Aufgabe, von der Mission, die ich jetzt habe hier. Und damit die Neulinge einfach mal, die was mir halt immer die Fragen stellen, einfach mal Antworten auf ihre Fragen bekommen. Das ist ja auch ganz wichtig. Weil wir wollen ja, dass die Gemeinde von Seehunter wächst und nicht schrumpft, nur weil irgendjemand Schwierigkeiten hat, am Anfang da reinzukommen. Das ist ganz klar. Der eine tut sich leicht, der andere tut sich schwer. Das ist einfach so. Und dafür sind wir Menschen und wir müssen nicht von Anfang an alles können. Und bei Fragen könnt ihr mich dann auch fragen, könnt mich anschreiben oder kommt einfach ins TeamSpeak. TeamSpeak-Daten findet ihr unter johnmeyers.de in den FAQs. Falls das irgendjemand doch nicht weiß. Und nicht wundern, es kann lange dauern, bis man mal die erste Spur hat. Hier hat jetzt ein Fasan gecallt, männlich. Der ist da hinten. Aber der Fasanjagd kommen wir später auch noch separat. Da machen wir dann auch separate Videos dazu. Wir brauchen jetzt erstmal den Maultierhirsch. Es gibt natürlich auch Maps im Internet oder auf wiki.de, wo welches hier zu finden ist. Aber meiner Erfahrung nach
macht man die beste Jagderfahrung, wenn man das nicht gleich weiß, wo was zu finden ist. Weil meistens stimmt es eh nicht. Also es gibt Maps, da wird das und das dort angezeigt. Man kann tausendmal dorthin gehen und findet nichts. Manche Sachen passen, aber nicht alle. Und deswegen sage ich, nee, ich gehe einfach ohne los. Und mit der Hoffnung, dass ich dann mehr Spannung in meine Jagdsitzungen reinbringe. Und das ist ja auch so. So. Jetzt ist nur die Frage, wo finden wir jetzt die erste Spur? Wir haben auch noch keinen Call bekommen, dass wir ungefähr wissen, wo einer ist. Sind halt lauter weitläufige Gebiete hier bei Sehanda. Und jetzt befinden wir uns gerade auf Lockers Point. Wie man sieht, wie immer, sehr viel Liebe zum Detail. Das ist auch gut so. Also ich habe separat dafür die Missionen wieder zurückgesetzt, dass ich euch alle Missionen zeigen kann. Das kann jeder machen, indem das 800 DMs zahlt und dann beim ersten Mal ist es kostenlos, die Zurückstellung, und beim zweiten Mal kostet es 800 DMs. Ich habe mir jetzt einfach noch mit die 800 DMs geleistet, Entschuldigung, das für euch zu machen. Und man merkt gerade, dass es schon mitten in der Nacht ist. Im wahrsten Sinne des Wortes, kurz nach 12 oder kurz nach 0 Uhr. So, jetzt haben wir hier einen Call bekommen. Das ist die Frage. Maultierhirsch, männlich. Der ist da hinten. So, wir folgen jetzt die Spur des Maultierhirsches. Ich werde den jetzt mit Absicht nicht callen. Und ich bitte euch, alle, die jetzt hier das Video schauen und die Sehanda schon können, nicht gleich hier motzen, weil ich hier jetzt nicht zurückcalle, weil ich das Tier nicht hole, weil ich es nicht schieße. Nein, das mache ich jetzt nicht, denn es geht mir darum, zu zeigen den Neulingen, wie das Ganze funktioniert. Schießen mache ich dann bei den nächsten. Es gibt eine Mission, wo ich dann einen schießen muss. So, und so baue ich nämlich jetzt die ganzen Videos auf. Also ihr könnt hier ruhig sauer sein, aber das nützt nichts an der Sache, dass ich jetzt einfach das nicht schießen werde. So, das ganz kurz dazu, dass ihr da Bescheid wisst. Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die eh nicht sauer sind. So, jetzt schauen wir mal. Das ist eine Fasanspur. Die nehmen wir natürlich mit auf. Spuren, die man findet, kann man natürlich immer mitnehmen. Denn die bringen ans Core. Oder die bringen einen Skill hoch. Besser gesagt, da ist er wieder. So, ich mag den jetzt nicht schießen. Ich mag den auf gar keinen Fall jetzt schießen. Und ich werde mich zusammenreißen, den nicht zu schießen. Ja, und der Skill, der wird dann immer besser, und irgendwann sagt einem die, der Skill, wie weit das Tier weg ist, wie alt die Spur ist und. So, jetzt mache ich nämlich Folgendes. Ich weiß, dass der da vorne jetzt dann irgendwo sein muss. Also ich sage euch jetzt gleich, das Tier kann so groß sein, wie es will. Es kann der größte Maultierhirsch sein, den ich jemals geschossen habe. Ist er nicht. Aber wir können uns den mal anschauen, dass ihr mal seht, wie er ausschaut. Da vorne ist er nämlich. Und dem
die, ja, der ist relativ klein. Also, das, vielleicht haben wir Glück und ich sag mal gleich die Daten. Ja, 110 bis 205. Ah, jetzt habe ich schon eine andere Mission. Ah, die Sichtung. Ah, das wollte ich eigentlich noch gar nicht. Oh, das sind gleich mehrere. Ah ja, dann muss ich die Sichtung eben nochmal machen. Aber, ja, egal. So. Jetzt werden wir Folgendes machen. Und zwar, ich möchte die jetzt einfach vertreiben. Wow. Da, cool. Weg ist er. Gut, die sind jetzt weg. Jetzt kann man nämlich die drei Spuren uns holen. Vom selben Tier brauchen wir die. So, Maultierhirsch flüchtet. Der folgen wir jetzt einfach mal. Ja, ich habe die drei Missionen schon angenommen. Also die Sichtung ist schon erledigt. Das schreibe ich auch rein. Die Sichtung ist einfach, indem, wenn ich das Tier sehe oder mit dem Fernglas anschaue, egal wie, Hauptsache ich sehe es und bekomme die Daten von dem. Dann habe ich sogenannte Sichtung. Und das heißt, na, die Sichtung gibt mir dann sämtliche Daten an, was für Tier das ist, ob männlich oder weiblich, wie groß, wie schwer eventuell, dann was für Spur das ist. Es gibt ja verschiedene Arten von Spuren. Es gibt sogenannte, ich sage immer Kaka. Ja, und jetzt haben wir Mission Drecker Muletier. So, complete. Jetzt holen wir uns trotzdem noch zur Vorsicht die nächste. Die dritte. Das war nämlich jetzt die Muletier vom männlichen Tier. Dann haben wir halt drei Missionen schon abgeschlossen. Ne, zwei Missionen abgeschlossen. Ist ja egal. Das schreibe ich dann auch genau rein. Ich habe euch jetzt erklärt, wie das mit der Sichtung funktioniert. So, und hier habe ich jetzt nochmal eine. So. Gut, dann habe ich die eigentlich schon erledigt. Super. Gut, ja, das war's dann schon mal. Beim nächsten Mal geht es darum, ein Maultierhirsch zu schießen. Und wie das dann funktioniert, seht ihr das nächste Mal. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und bitte nicht sauer sein, dass ich die jetzt verjagt habe. Aber es hatte einen Lehrzweck und deswegen darf man das auch mal machen. Gut, also zwei Missionen erledigt. Und zwar Folge 3 Spuren von einem Maultierhirschen und von einem denselben. Und Nummer 2 war die Sichtung eines Maultierhirschen. Die haben wir auch hinter uns. Und beim nächsten Mal schießt man Maultierhirschen. Gut, okay, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.